Aus dem Buch Madame Fangs Lächeln lese ich die Geschichte Winkekatze. Im engen Flur zum Hostel steht eine goldene Winkekatze. Ihr linker Arm setzt sich in Bewegung, wenn wir einen bestimmten Abschnitt passieren und vom integrierten Bewegungsmelder erfasst werden. Dieser setzt das Winken ihrer linken Pfote in Gang, ein kleines Schnarren hebt an und dann ein quäkendes Ni hao, gefolgt von ein paar unverständlichen Worten, vermutlich ein Willkommens- oder Abschiedsgruß. Es handelt sich um eine Maneki Neko Lucky Cat Wireless IR mit Bewegungsmelder und Welcome-Guest-Klingeln, vermutlich in Thailand produziert. Gut, wenn die Katze seinem Inhaber Reichtum und Wohlstand bringt. Das Hostel ist ausgebucht, allerdings nur von Reisenden mit schmalen Geldbeuteln. Daher wird sich der Reichtum nur sehr langsam anhäufen. Da kann die Katze winken, bis ihre Scharniere qualmen. Freundlich, wenn die Katze den Gästen einen Gruß anbietet, denn die Rezeption ist meist nicht besetzt, die Hostelgäste quetschen sich im engen Gang wortlos aneinander vorbei, mustern sich abschätzig und starren im Aufzug die gegenüberliegende Wand an. Es ist so eng. Distanz muss auf andere Weise geschaffen werden. Trostreich, wenn das Ni hao nach einem langen, regenreichen Tag durch die schlurfenden Schritte der müden Ankömmlinge ausgelöst wird, ein kleiner Nachtgruß, bevor die Klimaanlage im Zimmer auf die höchste Stufe gestellt wird, um überhaupt Luft zum Atmen zu bekommen, bevor der tosende Lärm der Straße zum Schlaflied wird. Authentisch chinesisch, wenn man das als Fremder so glauben darf, in der Meiji-Periode begrüßte die kleine Katze Bordellbesucher, später hieß sie hungrige Restaurantgäste willkommen, im modernen China verziert sie den Eingangsbereich von Fastfood-Ketten und Lotterien und im Souvenirshop füllt sie in verschiedenen Formen und Farben die Regale. Bei Amazon bekommt man sie meist billiger. Bedrückend, wenn der ewig gleiche Gruß morgens, mittags, abends quäkt, ein Vorbote einer automatisierten Welt, wäre das Hostel anspruchsvoller, größer und teurer, würde ein waschechter Avatar an der Rezeption stehen.